Schiessen tut der Schützenverein Plänje dieses Jahr zwar nicht mehr, aber Isabelle Gobet kommt trotzdem noch gerne ins Schützenhaus. Vor allem wegen der Gesellschaft. Aber dieses Jahr müssen die verschiedenen Altersgruppen im Verein alle separat trainieren. Aus Vorsicht wegen dem Coronavirus. Es war sehr speziell. Unser Verein ist wirklich wie eine Familie. Es geht nicht nur ums Schiessen, sondern auch die Geselligkeit. Nachher hat bei uns einen höheren Stellenwert. Weil wir so drin waren, konnten wir gar nicht diskutieren. Die Informationen fließen nicht richtig und man will ja auch einem Kollegen, der gut geschossen hat, auf die Schulter klopfen. Aber das darf man nicht. Von den 4 Schiessstängen haben sie dieses Jahr wegen Corona nur 2 offen haben. Und anfangs Lockdown sogar gar keinen. Das Ausschiessen ist für einen Verein durch und sie versorgen jetzt alles versorgen für die Winterpause. 300 Meter weiter rennen nimmt der Vereinspräsident die Absperrung für die Fußgänger und die Warnfahne weg. Die meisten der Vereinsanlässe und Schützenfeste dieses Jahr mussten sie absagen. Das ist für einen Verein kein gutes Rezept für sportliche Leistung. Ja, 3 Uhr, ja, die Truhe. Et puis le visuel au milieu, il a aussi des trous. Il tire mal à la une, hein. Au niveau Motivation des Tireurs. Wir haben dieses Jahr gemerkt, dass die Schützen weniger motiviert sind, weil es gar keinen Wettbewerb oder Final gibt, ob kantonal oder sonst einen. Alles ist abgesagt worden und wegen dem halten sie sich auch ein bisschen zurück. Kantonal oder autre qui sont organisés, tout a été annulé. De ce fait, voilà, tout le monde est un petit peu sur la réserve. In der Büvette, neben dem Schiessstang, versammeln sich die Mitglieder mit dem nötigen Corona-Abstand. Für einen Präsidenten ist das trotz der Massnahmen wichtig für den Zusammenhalt. Sogar wichtiger als zu schiessen. Uns ist wirklich der Kern der Personen wichtig, der hier ist. So können wir uns austauschen, nicht nur über Schiessen, sondern auch über das Dorf, über die Region und was hier passiert. Und das hat uns sehr gefällt. Das Schiessen ist quasi eine Nebensache geworden. Dass der Verein dieses Jahr nur sehr eingeschränkt konnte wirken, hat immerhin einen Vorteil. Weil wir ja weniger geschossen haben, haben wir alle auch weniger Geld ausgegeben für Munition und so weiter. Die Schützen von Plänje hoffen jetzt, dass sie nächstes Jahr wieder normal ihr Vereinsleben weiterführen können, so wie sie es in den Jahren vor Corona gemacht haben. Morgen seht ihr den 4. Teil unserer Serie über die Vereine. Wir gehen auf 1300 Meter rauf zur Jura-Sternwarte und schauen ins Weltall.